Hallo und willkommen zu meinem Video. Heute möchte ich euch vier Geschichten zeigen, die auch einerseits auch stimmen. Also es gibt manche, die stimmen, manche, die nicht stimmen. Müsst ihr selber gucken. Also ein Rätsel für euch. So. Erste Geschichte. Subway Surfer. Jeder kennt dieses Spiel. Jeder hat ihn schon mal gespielt. Tut mir leid, wenn ich bei Gameplay scheiße spiele. Ich bin gerade Anfänger bei diesem Spiel. Ich bin einfach behindert bei diesem Spiel, egal. Auf jeden Fall, jeder kennt ja Subway Surfer, ne? Das ist halt so ein Spiel, wo du von so einem Wächter abhauen musst. Also sagen, Gold sammeln musst und so weiter, ne? Ihr kennt es ja. So. Also der Macher dieses Spiels hat mal einen Sohn, okay? Der hat es gefeiert, so Züge zu bemalen und natürlich so Graffitis zu machen. Sagen wir es jetzt mal so, ne? Und eines Tages ist halt dieser Sohn, also dieser Zug hat dann eines Tages seinen Sohn getötet. Also eines Tages wurde halt ein Wächter, hat ihn halt gesehen, wie der Zug übermalt wurde. Ist ja auch natürlich, wartet ganz kurz. So. Ich habe ganz kurz Map gewechselt, Leute. Tut mir leid. So. Jetzt können wir jetzt darüber reden. So, eines Tages hat ihn halt ein Wächter geschnappt und hat ihn halt gesehen, wie der Züge übermalt hat. Und danach hat ihn halt verfolgt, also wollte ihn halt schnappen, ist ja auch normal. Und dieser Junge wurde halt von einem Zug überfahren. Und dieser Macher dieses Spiels, damit er an seinen Sohn denken kann, hat halt dieses Spiel erfunden, Subway Surfer. Okay? So. Jetzt kommt Mr. Meat. Das ist ein Spiel, ich habe das jetzt nicht mehr gespielt, aber ich denke mal, es ging. Da gibt es so ein, wie soll ich jetzt nennen? Dicker Mann. Und der tötet dich halt, ne? Will halt dich töten. So, tut mir leid, wenn ich gerade unter Luft bin. Also ich kann gerade nicht so gut atmen, weil meine Nase verstopft ist, egal. Naja, auf jeden Fall. Der heißt Mr. Meat, okay? Mr. Essen, irgendwie so. Komischer Name, fragt mich nicht, Leute. Ich bin so schlecht, ich kann nicht mal diese Level schaffen. What the fuck? Guck mal, wie schlecht ich bin. Egal. Achtet nicht auf mein Gameplay, okay? Ich bin einfach schlecht darin. So. Mr. Meat wollte perfekt Ding machen und dann kommt Werbung. Egal. Mr. Meat, ihr kennt ja mal, der hatte mal ein Restaurant, okay? Da gab's so ein, ihr kennt ja, wenn, sagen wir mal, ein neues Laden eröffnet wird, dann kommen Menschen, die testen es und dann sagen die, ob es vielleicht für Dinger okay ist. Also, ob das okay ist zu verkaufen. Okay? Kennt ihr ja, ne? Ob das okay ist zu verkaufen oder ob das gesund ist und so weiter, ne? Naja, egal. Was für heute? Was laber ich die ganze Zeit? Was ist mein Deutsch los? Was ist los? Naja, egal. Und jedenfalls, da gab es so eine Frau, okay? Sie ist halt gekommen, wollte halt diese Essen testen, die dort verkauft wird. Danach hat ihn halt dieses Mann ihn begleitet, also dieser dicke Mann.
nenne ich ihn jetzt mal. Also so ein bisschen übergewichtig. Natürlich muss noch eine Werbung kommen. Na egal. Auf jeden Fall hat er dann in ein irgendwie hinbekommen, diese Frau zu töten. Okay? Und hat dann aus ihrem Fleisch Burgers gemacht. Aus dem Fleisch, diese Frau hat er einfach Burgerfleisch gemacht. Digga, wie eklig ist das? Wirklich. Er macht einfach aus Menschen Burger. Aus Menschen. Naja, egal. So. Weiter geht's mit Peppa Pig. So, jeder kennt ja Peppa Pig, ne? Das ist so ein Schwein. Da hat er so Mama Wutz und so weiter. Hat Mutter, Vater, kleinen Bruder und so weiter, ne? Jedenfalls gab es auch so eine ähnliche Familie wie Peppa Pig und so, ne? Gab es so ähnliche Familie. Und die hatten. Normal, dass noch eine Werbung kommen soll. Normal, warum nicht? Naja, egal. Ebenfalls waren die auch so gute Familie. Bis eines Tages Peppa verschwunden wurde. Ich nenne sie jetzt mal Peppa. Okay, sie wurde halt verschwunden. Sie ist halt verschwunden gewesen, okay? Auf einmal, sie sehen nur noch, sie wurde gekidnappt. Und deswegen haben sie ihn halt überall nicht gesucht und haben einfach gesagt, scheiß drauf, wir adoptieren noch ein Kind. Nö, ist doch normal. Ein Kind geht weg, ein neuer adoptieren. Und denken nicht mal dabei. Also das ist wie, wenn die jetzt nicht mehr an dich, so denken. Die denken nicht mehr an dich und so. Ne, kennt ihr das ja, ne? So. Scheißt auf mein Gameplay. Achtet nur auf meine Stimme. Scheißt auf mein Gameplay. Ich wollte einfach so. Digga, dieses Spieler macht mehr Werbung als YouTube und Spotify zusammen. Ich schwör's dir. Was soll das? Naja, egal. Nächstes Mal findet ihr ein Ding anderes Gameplay, okay? Ist auch viel besser. Habe ich auch früher gespielt. Hast sogar davon Videos gedreht und so weiter, ne? Oh nein! Ich bin tot, Scheiße. Na egal. Los geht's mit Minecraft. Minecraft, Leute. Jeder kennt Minecraft, ne? Ist halt so ein Spiel. Ist sehr kreativ gemacht. Also ich feiere Minecraft, aber diese Geschichte ist krass. Also anders krass sogar. Na egal. So. Stellt euch mal vor, ihr seid auf einer Insel. Ne? Ihr kennt ja, wenn man bei Minecraft neue Map erstellt, also neue Welt, dann ist man in so einer Insel. Ne? Und bei dieser Insel war auch ein Typ. Okay? Also der wollte ganz normal Leben aufbauen. Ne? Ganz normal Leben aufbauen. Eines Tages gab es da so eine Kreatur, was in Minecraft Herobrine heißt. Und diese Kreatur hat dann angefangen, den anzugreifen. Bis er eines Tages geschafft hat, ihn zu töten. Und seitdem kann man den Mann, sein Leichen, nicht mehr finden. So. Das war's mit die vier Stories. Oder war es wirklich vier? Ja, das waren vier. So. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Vergiss nicht, dass das und mich zu abonnieren, denn dafür könnt ihr mich unterstützen. Jetzt müsst ihr entscheiden, was fake war, also was Creepypasta war und was nicht. Okay. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Scheiß auf mein Gameplay. Mein Gameplay ist größte Müll. Ne, ich wollte mal eine neue Gameplay machen. Ich wollte einfach so ein Spiel mal probieren. Was hat mein Freund mir mal vorgeschlagen. Grüße gehen raus. Und ja. Ciao.